Guten Morgen. Ich freue mich, den Frederik von der Firma STF-Gruppe begrüßen zu dürfen, unseren langjährigen Kunden. Und ja, Frederik, in diesem Sinne würde ich dir das Wort übergeben und ja. Wir freuen uns auf deinen Beitrag. Wunderbar, vielen Dank. Mit Mikro brauche ich das? Nee, ich habe ja das hier. Ja, genau. So, ja, herzlich willkommen hier am Navis-Stand. Mein Name ist Frederik Dildey von der STF-Gruppe. Wir sind ein Planungs- und Beratungsunternehmen, in Deutschland vertreten, in Österreich und der Schweiz vertreten. Und ich möchte Ihnen heute mal kurz zeigen, warum wir den VLX einsetzen, wie wir ihn einsetzen. Es wird keine Produktwerbeshow, sondern es wird wirklich ein Erfahrungsbericht. Sie werden auch weitere Plattformen sehen, die wir nutzen. Und ich glaube, das ist mal ganz interessant zu sehen, was man eben mit so einem Tool alles machen kann. Vielleicht kurz zu uns. Wir sind über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben über 20 Standorte. Wir haben 3 Geräte aktuell im Einsatz und sind seit 25 Jahren am Markt. Vielleicht auch interessant, wir sind inhabergeführt, also mittelständisches Unternehmen und wie gesagt, ein Ingenieurbüro in den Bereichen Telekommunikation, Breitbandausbau, Mobilfunkausbau, sehr viel TGA, sehr viel Modernisierung im öffentlichen Sektor und da kommen wir her. Ja, TGA, Telekommunikation, wie gesagt, Mobilfunk und Breitband, da kann man sich vorstellen, kommen einige Themen auf uns zu, wenn es darum geht, Mobilfunkstandorte aufzunehmen, über die es auch wenig Dokumentation gibt. Digitalisierung, das ist mein Steckenpferd und mein Bereich. Das heißt also, wir versorgen unsere Kunden mit digitalen Abbildern der analogen Welt, sind aber auch interner Dienstleister für die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen. Und der weitere Bereich eben, wie gesagt, die TGA, da kann man sich auch sehr gut vorstellen, viele, viele Bestandsgebäude, die wir in Deutschland haben, energetische Sanierung, die ansteht, alle an diesen Stellen müssen wir planen und gestalten. Und da ist es eben so, das kennt jeder, man hat nur veraltetes Planmaterial und kommt da an der Stelle nicht weiter. Für uns immer relevant ist quasi der Lebenszyklus der Infrastruktur. Und sehen Sie die Infrastruktur nicht nur als Gebäude, sondern das sind Netze jeglicher Art. Das sind alle möglichen technischen Strukturen. Und am schönsten ist natürlich, wenn man oben schon digital geplant hat. Man hat ein BIM-Modell des Gebäudes und hat dann in 5 Jahren mal den Effekt, dass man Heizung, Klima sanieren muss, dann kann man natürlich wunderbar in diesem BIM-Modell direkt weiterplanen. Das haben wir aber leider nicht. Ne? Also wir starten heute sehr, sehr oft an dieser Stelle bei der Renovierung. Das heißt also, Bestandsgebäude werden saniert. Der Kollege kommt mit dem großen Ordner A0-Plan von 1972, schön gefaltet, aber vergilbt und verblichen. Da kann man nichts mitmachen. Das heißt, das war für uns zunächst als Eigenbedarf die Intention zu sagen, wir beschaffen uns einen solchen Scanner, weil es für uns in der Planung bedeutet, wesentlich weniger bautechnische Begehung. Wenn wir einmal ein Gebäude gescannt haben, dann kann man jederzeit wieder in den Keller gehen, Details anschauen. Zweitens, eine viel bessere Datenlage. Ich muss nicht die Uraltpläne interpretieren, übereinanderlegen, im CAD nochmal mir nachzeichnen, sondern ich habe dann den aktuellen Stand für die Planung. Und vor allen Dingen, wir sind viel, viel schneller. Das heißt, das haben wir gemacht, ohne jetzt einen Kundenauftrag zu haben und haben damit Projekte gemacht, die auch schon relativ groß waren. Also wir haben in Deutschland das Thema zum Beispiel der Campusnetze. Das heißt, das sind 5G-Netze in der Industrie, die vom Unternehmen selbst aufgebaut werden und wo es darum geht, Produktionsabläufe im eigenen Beritt steuern zu können. Und dazu haben wir auch, um die Bestandsgebäude aufzunehmen, sieht man hier auf dem Bildchen, den VLX genommen und haben im Prinzip die Gebäude, die wir benötigt haben, von außen aufgenommen, von innen aufgenommen und haben dann auch die Dachflächen nochmal mit der Drohne beflogen und haben dann im Prinzip die Basis gehabt, um in diesem Modell die entsprechende 5G-Planung machen zu können, die Antennenstandorte zu positionieren und, und. Das heißt, ein sehr umfassender Showcase, den haben wir natürlich nachher auch unserem Kunden an die Hand gegeben. Das ist für uns ganz essentiell zu sagen, die Daten gehören dem Kunden. Also wir generieren nicht Daten, um sie für uns zu haben, nachher irgendein Geschäft damit zu machen, sondern das ist Basis der Planungsgrundlage und damit entsprechend auch für den Kunden zur Verfügung. Andere Beispiele sind Bürogebäude. Auch da war es im Prinzip das Thema, dass wir keine aktuellen Bestandspläne hatten. Wir mussten eine Inhouse-Planung durchführen. Das Schöne ist, wenn wir eine energetische Sanierung durchführen und die Wärmestrahlung ausblenden, dann blenden wir leider auch die Mobilfunkstrahlung aus. Das heißt, immer dann, wenn ich saniere, muss ich auch im Gebäude mir noch überlegen, wie kriege ich wieder Mobilfunk rein. Das war eben auch so ein Projekt.
Das heißt, wir haben das Gebäude gescannt, haben ein Modell erstellt und haben in dem Modell dann die Prädiktionen gerechnet für die Mobilfunkversorgung. Wie es dann so abläuft, habe ich Ihnen mal in so einem kleinen Filmchen, ich hoffe, das läuft jetzt hier, wenn ich hier draufklicke. Wo ist der Klick? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Bürogebäude gescannt von außen, von innen. Das ist natürlich die Drohne, ganz klar. Die Punktwolke wurde dann gemescht, bereinigt. Ne? Also wir haben natürlich immer das Thema, man muss es etwas nacharbeiten. Das weiß jeder. Mit dem Scan ist es nicht getan. Scan to BIM klingt sehr gut. Werden wir irgendwann vielleicht auch in der Form haben, dass es mit einem Knopfdruck formuliert. Aktuell ist natürlich da noch etwas an Nacharbeit notwendig. Da sieht man, wie man das Gebäude dementsprechend dann skaliert hat. Es wurde auch tachymetrisch zunächst eingemessen, dass es auch nicht nur in sich konsistent ist, sondern auch korrekt positioniert werden kann in der dreidimensionalen Welt. Und dann wurde eben begonnen, das zu tun, was der Kunde benötigt hat. Die Bestandsaufnahme, das heißt, es ging ihm darum, das Gebäude so, wie es gebaut wurde, aufzunehmen, um für die zukünftigen energetischen Maßnahmen gewappnet zu sein. Dann muss man sich eben überlegen, wie genau detailliert man das Gebäude. Man muss nicht jeden Bereich aus der Punktwolke so genau modellieren, sondern wenn man sagt, wir sind jetzt zunächst mal in dem Bereich der Energieversorgung, der Klimatisierung, dann reicht es ja, diese Bereiche in das BIM-Modell zu wandeln. Die restlichen Teile kann man ja nachziehen. Das Schöne aus dem BIM, na klar, wissen wir können beliebige Schnitte und Ansichten generieren. Das heißt, wenn der Kunde das einmal für sich erkannt hat, dann hat er eben die Möglichkeit, ohne weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu müssen, sich da die Ansichten, die Belegungspläne, die Pläne für die Möblierung, sich dementsprechend rauszuziehen. Genau. Ja, das heißt also, da wurde dann von uns das Gebäude komplett modelliert. Gut, ein sehr konkretes Beispiel habe ich Ihnen auch mitgebracht. Da ging es darum, ein Unternehmen, die bauen, ich sag mal, diese Systembauten, also Aldi, Lidl, Penny-Märkte, die sind sehr, sehr oft Standardimmobilien, die nach einheitlichen Grundlagen gebaut wurden. Und hier ging es darum, im Zuge der Nachhaltigkeit die Gebäude zu scannen und im Prinzip die Materialien zu klassifizieren. Natürlich sieht man nicht hinter die Wand, das ist jedem klar, aber das, was man sieht, die Baumaterialien, Verklinkerungen, Holzfassaden, Fliesen und so weiter, da ging es darum, das dementsprechend alles aufzunehmen und zu digitalisieren. Das heißt also, auch da sind wir wieder gestartet in bewährter Weise. Wir haben das gesamte Areal inklusive des Parkplatzes gescannt. Wir haben die Drohne eingesetzt und haben die Punktwolke dementsprechend dann gemescht. Daraus entstanden dann aus der Punktwolke die Schnitte, die wir benötigt haben, und haben dann angefangen, das Gebäude zu modellieren und auch zu rendern. Ja, also ein bisschen Marketing darf dabei sein. Ne? Also das blanke BIM-Modell ist natürlich mit Informationen zu den Materialien versehen. Ich kann wie heißt das neue Schlagwort, Gradle to Gradle. Das heißt, also, ich kann alle Materialien, Sorten rein bestimmen und dann überlegen, was ist Recyclingmaterial, was ist vielleicht Sondermüll, der entsorgt werden muss. Aber so ein bisschen Marketing darf auch sein, rendern, ein bisschen schick und schön machen, damit man auch quasi bei einer Gewerbeimmobilie zum Beispiel dann auch ein Exposé gut nutzen kann. Wir haben dann natürlich die entsprechenden Pläne erstellt, Flächenpläne, Schnitte erstellt. Das heißt also, da war auch nochmal relevant zu sehen, wie ist das ganze Thema eingerichtet, wo sind entsprechend die Kassen, wo sind die Regale. Und zum Abschluss gab es das digitale Raumbuch. Ja, das heißt also, da waren die Eintragungen drin, welche Materialien, welche Türen, welche Fenster verbaut sind, um eben dann zu überlegen, was davon kann bei einem Rückbau oder einem Umbau eines Gebäudes nachher nochmal verwendet werden. Das war so ein Modell, was inzwischen häufiger vorkommt. Schöner ist natürlich, wenn man direkt im BIM, wie gesagt, geplant hat, aber die haben noch 1100 Bestandsgebäude, also da haben wir noch eine Weile zu scannen und dementsprechend sind wir da gut ausgelastet. Ja, was ist für uns der nächste Schritt? Wir lassen uns natürlich nicht bei dem singulären BIM-Modell eines Gebäudes, sondern wir sind der Meinung, das Gebäude ist natürlich auch nur
der digitale Zwilling innerhalb eines größeren digitalen Zwillings einer Stadt oder einer Kommune. Das heißt, unser Ansatz ist immer auch, deswegen auch die tarimetrische Einmessung der Gebäude, diese Gebäude dann den Kunden auch in der GIS-Plattform auszuliefern. Das heißt, wir platzieren dann die Gebäude auch in der realen Welt. Hier haben wir noch ein bisschen LOD-Daten dazu geholt, damit es nicht ganz so platt aussieht. Das heißt also, hier ist man dann in der Lage, das Gebäude in der realen Welt zu sehen. Da kommen jetzt wieder andere Gewerke von uns zum Einsatz, wo wir nämlich bei Breitbandplanung, bei Elektroversorgungsthemen das natürlich nutzen können. Die Inhouse-Versorgung haben wir im Gebäude geplant. Jetzt geht es darum, die Breitbandplanung in der Kommune zu verbinden. Und da ist es möglich für unsere Planer und nachher auch für den Kunden, für die Kommune, eine einheitliche Planung in der Kommune und im Gebäude in einem Tool zu haben. Der nächste Schritt ist dann zu sagen, wir packen die Themen zusammen in ein Dashboard. Da hinten sind die Kollegen, die zum Beispiel diese Dashboards bereitstellen. Das heißt, wir ziehen verschiedene Darstellungen. Rechts im Prinzip die Darstellung aus dem Ivion. Links haben wir einen reinen Flächenplan in ein Dashboard zusammen. Da kann man noch das BIM-Modell reinpacken. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, in einer Datenbasis oder mit einem Zugang auf die Daten seines Gebäudes zuzugreifen, die er gerade braucht. Sind es 2D-Pläne, sind es 3D-Pläne, sind es Flächenpläne oder sind es statistische Daten? Was hier jetzt noch passiert ist, wir haben die Funktion der POIs genutzt. Ja, Ivion bietet ja POIs und die haben wir in zweierlei Arten verdrahtet, sage ich mal, in der klassischen Form oder in der einfachsten Form, indem wir sogenannte Iframes eingebunden haben. Das heißt also, rechts sehen Sie Sensordaten, die aus diesem Gebäude kommen und wir bringen die Sensordaten an die POIs. Und sind damit in der Lage, bei einem Rundgang durch ein Gebäude auch zu sagen, ich gucke mal, was macht denn meine Klimaanlage, was macht denn hier die Heizung, weil ich mir die Live-Daten auch in den 3D-Rundgang reingezogen habe. Haben wir als Demo-Showcase gemacht bei einem Büro von uns in Frankfurt. Da haben wir genau das gemacht, da haben wir also Sensoren angebracht, haben die verdrahtet und haben da die Möglichkeit, einem Kunden jederzeit zu zeigen, was kann man an dieser Stelle tun. Der nächste Schritt war dann eben nicht nur das Iframe-Thema, wo ich also die Seite der Sensorplattform nehme als kleines Schnipsel und klebe es mir quasi hier mit rein. Wir haben dann auch die API genutzt und haben also die Live-Daten gezogen und somit ist man in der Lage, diese POIs auch dynamisch darzustellen. Das heißt also, ich muss nicht mehr anklicken und kriege einen Iframe, sondern ich sehe im POI die aktuelle Temperatur in dem Raum. Die POIs kann man auch einfärben. Also hier sieht man jetzt zum Beispiel gelb. Gelb heißt, glaube ich, unter 25 Grad. Und damit ist man in der Lage, sehr, sehr einfach sein Gebäude zu managen und zu prüfen, ob irgendwelche Werte aus dem Ruder laufen. Ja, ich sage mal platt, der Hausmeister kann von zu Hause aus feststellen, dass am Freitagabend vergessen wurde, die Klimaanlage im großen Besprechungsraum auszuschalten. Und der nächste Schritt ist eben nicht nur Sensorik einzubinden, sondern eben auch Aktoren. Und dann bin ich in der Lage, eben auch das ganze Thema runterzuregeln. Genau. Zum Abschluss noch mal ein kleines Videochen, dass man auch mal sieht, wie man an das Thema rangeht. Auch hier reingezoomt. Hier haben wir das Thema Campusnetz, wo im Prinzip die LOD-Daten der umgebenden Daten enthalten sind. Das ist das BIM-Modell, was wir des relevanten Gebäudes und der relevanten Anlage drumherum per Laserscan bereitgestellt haben. Läuft es nicht mehr? Doch, läuft noch. Dementsprechend wurden die Teile modelliert, die wir benötigt haben. Das heißt also Besprechungsräume, da ist ein Rechenzentrum drin, wo später nachher die Systemtechnik installiert wurde. Und das ist das Wichtige, das hat auch der Kunde sehr schnell verstanden. Man muss nicht maximal invasiv vorgehen und das gesamte Gelände scannen und modellieren in größtmögliche Auflösung, LOD 500, das ist nicht notwendig, sondern man kann sich beschränken, da man ja die Basisdaten jederzeit verfügbar hat, mit den Bereichen, die man braucht und anreichern um die Planungsgewerke, die man an dieser Stelle gerade durchgeführt hat. So, und nachdem man eben die Gebäude hatte, ging es darum, eine Funkversorgungsanalyse durchzuführen. Das heißt also, wo müssen auf dem Gelände Antennen installiert werden, um die Versorgung außen bereitzustellen? Wo müssen entweder vorhandene Glasfaserstrecken genutzt werden oder neue verlegt werden? Wo werden entsprechende Verteiler hingesetzt? Da hat man nochmal so einen Scan von so einer
Halle, wo die LKWs reinkommen, wo die entsprechenden Materialien entladen werden. Auch da ging es darum, das zu scannen, weil das auch versorgt werden musste. Und man kann sich natürlich vorstellen, das hat man im ersten Schritt, wie gesagt, machen wir das sehr oft, um besser planen zu können. Aber an dieser Stelle war das natürlich ein Thema. Der Kunde hat das einmal gesehen, hat gesagt, kann ich das bitte haben? Ja, natürlich kann er das haben, weil damit haben wir natürlich die Möglichkeit, in Folgeprojekten auszubauen. Da sieht man jetzt zum Beispiel mal so einen Antennenmast. Das ist dann die Prädiktion der Versorgung. Es gab also verschiedene Areale, die vorgegeben waren, die zu versorgen waren. Dann nochmal ein bisschen Luftbild drüber gelegt. Und damit war das Projekt einmal rund. Ja, das soll es auch von meiner Seite schon gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend, mal zu sehen, über den Scan hinaus, was kann man damit tun? Wie gesagt, viele Bereiche, die im Gebäude, außerhalb des Gebäudes immer weiter zusammenwachsen. Und von daher bin ich gern bereit, Fragen zu beantworten, falls Sie da welche haben. Ansatzfälle, die Sie vielleicht gesehen haben. Ansonsten vielen Dank fürs Interesse. Gut, keine Fragen. Frederik, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Sehr gerne, David. Ja. Eine Frage hätte ich noch an dich. Ja. Du hast mal den Spruch geprägt, der digitale Zwilling ist unverkäuflich. Ja, genau. Würdest du das heute auch noch so sagen? Ich würde sagen, der digitale Zwilling ist dann unverkäuflich, wenn man nur auf die reine Optik abhebt und sagt, guck mal hier, wir haben dein Gebäude gescannt, das ist doch schick und schön, wir rendern das. Wichtig ist der Business Case. Ne? Also wir machen das ja nicht aus Selbstzweck, weil das so schön ist, sondern hier haben wir ganz klar gehabt, ich spare Reisekosten, ich muss nur einmal hinfahren. Ich spare Planungskosten, weil ich jederzeit mir im Prinzip die Details anschauen kann. Von daher ist der Zwilling dann verkäuflich, wenn der Business Case dranhängt und dass es funktioniert, sieht man, glaube ich, hier. Ja. Alles klar, sehr gerne. Gut. Danke.